jungen Jahren nach Halt, so wie viele Frauen es tun. Die große, breite Schulter im Blick, reife Liebe, Geborgenheit, Glück. Ein Mann, mit dem man sich zeigen kann, auf den auch gern andere Frauen schauen. Der Altersunterschied war ihr egal, er war ihre erste Wahl. Die Kinder zog sie alleine groß, denn ihr Mann verließ früh das Haus. Wenn er abends gestresst von der Arbeit kam, waren die Lichter meistens schon aus. Die Uhren ticken für jeden von uns, unaufhaltsam verrinnt die Zeit. Jeder zählt seine Jahresringe für sich, bis ins Alter ist's noch so weit. Der Altersunterschied ändert sich nie, doch die Jahre vermehren sich. Die Uhren ticken für jeden von uns, keine Stunde kommt jemals zurück. Und schon ist sie 50, die Kinder sind raus, wo sind all die Jahre nur hin? Jetzt nochmal von vorn beginnen zu zweit, das wäre der Hauptgewinn. Ihr Mann ist jetzt 80, vieles geht nicht mehr so, es häufen sich Ärger und Streit. Jetzt soll sie die breite Schulter sein, man hatte es ihr prophezeit. In frühen Tagen spielt's keine Rolle, wie lange das Leben schon währt. In späterer Zeit zeigt der Körper uns auf, dass auch Kraft sich stetig verzehrt. Die Uhren ticken für jeden von uns, unaufhaltsam verrinnt die Zeit. Jeder zählt seine Jahresringe für sich, bis ins Alter ist's gar nicht mehr weit. Der Altersunterschied ändert sich nie, doch die Jahre vermehren sich. Die Uhren ticken für jeden von uns, keine Stunde kommt jemals zurück. Sie sieht noch gut aus, sie ist noch adrett, doch sie fühlt sich so oft jetzt allein. Was soll sie nur tun? Die Zeichen stehen schlecht, soll's das schon gewesen sein? Soll's das schon gewesen sein? Das kann's nicht gewesen sein.